Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier im Auge des Sturms und wir sind, ja, vom Stand des Patches in Legion, das darf man nicht vergessen. Wir sind im Patch 7.0.3, das ist Legion Pre-Patch. Das heißt, wir spielen zwar noch WoD, das Add-on, aber soweit ist alles schon vorbereitet für Legion, ne, Talente und so weiter. Das ist sowieso jetzt wie lustig. Moment, jetzt muss ich doch gehen. Ich dachte, ich kann es umgehen. Aber es will nicht. So, dann gehen wir ganz kurz schnell zum Mock. Auge des Sturms, ja. Das hier ist eine Kombination aus T6 und Schmiedekunst Z Version 3. Und dazu einen schönen Hammer, den es endlich gibt. Das ist der hasserfüllte Gladiator, ist glaube ich Season 5. Kann man sich einen Dalaran kaufen in den Katakomben, sag ich, in der Kanalisation. Und da ist, die Händler sind da, da kann man jetzt endlich den Krempel kaufen. Kostet, jetzt habe ich es nicht, 5 Ehrenmarken. Marks of Honor heißen die. Also Ehrenmarken waren das, glaube ich. 5 Stück braucht man, dann kann man die Waffen kaufen. Mit 1, 2, 3 kann man dann verschiedene Rüstungsteile kaufen. Schaut einfach mal vorbei. Season 5, 6 und 7 Waffen sind endlich verfügbar. Ja, was für Talente habe ich geskillt? Ich habe das letzte Urteil, Eifer, Faust der Gerechtigkeit, Klinge der Tugend, Rache des Rechtsprechers, Siegel des Lichts und die göttliche Bestimmung. Die Ehrentalente gibt es erst mit Legion und ab 110, ab da fängt man dann nämlich an, im PvP Ehre zu sammeln. Dann füllt sich der Balken, Moment, ja, da ist hier dann ein Erfahrungsbalken, der füllt sich dann, wird auch hier unten schon angezeigt, das sieht man vielleicht jetzt so ein bisschen. Ehre 0 von 350 und danach, ja, sammelt man dann Ehre und dann kriegt man die Level und dann kann man sich den Krempel hier freischalten. Ich gehe nicht Zergen, denn wenn wir Zergen gehen, wird es auf Dauer ein bisschen langweilig, oder kann es ein bisschen langweilig werden und natürlich, ja, wir werden wahrscheinlich verlieren, aber wir wollen ja eigentlich gewinnen. Also ich habe jetzt nicht vor zu verlieren, wobei ich kein Problem habe, wenn ich ein sehr gutes, sehr langes, spaßiges Spiel habe und dann knapp verliere. Damit kann ich leben. Jetzt nehmen wir den Punkt hier ein, dann gehen wir rüber zum Mage Tower. Ja, genau, gleich mal die ganzen Buffs raus. Okay, Devil Stun. Ja, das mit dem Ansagen ist jetzt auch nicht ganz so einfach für mich. Da hat er gebabbelt. Den machen wir langsam. Wir selber können es nicht schneller machen. Noch nicht. Wir haben keine heilige Macht. Dann könnte ich nämlich jetzt Siegel des Lichts benutzen. So, und dann hätte ich nämlich die Möglichkeit, 20% schneller zu laufen. Den können wir looten. Komm, das ist ein Hexer, der soll nicht aufstehen. Oh, 32 Silber. Das gefällt mir. Müssen wir wieder öfter looten. So, wo fangen wir denn an? Da kriegst du ein Richterteil. Blade of Justice. Ja, ich arbeite immer noch ein bisschen mit den englischen Begriffen, also bitte nicht wundern. Bam, das sah cool aus. Oh, den Punkt haben wir. Ja, den müssen wir noch einnehmen. Komm, hier bleiben. Ja, nicht alle wegklappen. Es war so klar. Ich hätte weiter reiten sollen. Na, ja, da kommt nämlich jetzt einer. 4.com. Erstmal so einen Punkt einnehmen. Genau, der ist nett hier. Sless, Dankeschön. So, dich machen wir mal langsam hier, damit du nicht wegläufst. So, dann bauen wir Heilige Macht auf. Wir stunnen ihn. Und schon ist alles weg. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, ich muss mich da konzentrieren. Die Rota habe ich zwar soweit verinnerlicht, aber gut, die kannte ich ja schon, das war nichts Neues. Ich habe dadurch, dass ich Rache des Rechtsprechers habe, brauche ich 5 Heilige Macht und wenn der Gegner gestunt ist, kriegt er doppelten Schaden. Und ich krieg dann auch mehr Heal, weil der Angriff heilt mich auch. Um 70% des verursachten Schadens im PvP. So, und wenn er gestunt ist, ich habe Wings und alles ab, Richturteil vorher drauf, dann tut das ordentlich weh. Du kriegst mal eine Bob. Ja, okay, der ist dann. Kriegst hier mal einen Stun, kriegst noch einen Stun drüber. Ja, okay, die haben jetzt einen Heiler dabei. Jetzt versuchen wir hier mal mit dem Sturm ein bisschen Damage zu machen auf beide. So, den greifen wir nicht mehr an. Der hat nämlich gerade Schild der Vergeltung ab. Das heißt, wenn wir den angreifen, dann kassieren wir auf Dauer selber Schaden.
Ja, okay, die pflücken uns jetzt auseinander. Nee, Freedom. Ja. Okay, das wird wahrscheinlich nichts werden. Aber wir können hier mit Eifer ein bisschen AE-Damage machen. Und, na, das bringt ja auch nichts. Lieber... Ist hier ein Heiler hier? Nee, nicht mehr, gell? Jetzt hat er Wings ab, dann bubble ich. Das muss ich nicht riskieren. Nö, können wir mal angreifen. Ich kann vollen Damage übrigens machen in der Bubble. In der Melee-Bubble kann man angreifen. Ah, das wird nix. Ja, nee, wir werden jetzt sterben. Das sind zu viele. Keine Chance. Keine Chance. Das wird zu viel. Wie sieht's denn aus? 880, fast 900 Punkte und wir haben die Flagge. Ja, wir haben 12 Punkte. Nice. Buffs. Man kann nur 3 Buffs generell als Retri verteilen. Man kann nur als Retri Buffs verteilen. Und zwar Segen der Weisheit, Segen der Macht und Segen der Könige. Also ich kann jedem... Ich kann dreimal den gleichen verteilen, zweimal Macht, einmal Könige. Ich kann generell halt nur 3 verteilen und habe auch 3 verschiedene, so, ne? Und da ich allein unterwegs bin, ganz ehrlich, baff ich es lieber auf mir selber. Dafür gehen wir mal auf den Diszi hier. Den müssen wir nämlich in Schach halten. Das wird zwar extrem schwer alleine, aber... Das kriegt dann Inline, er kriegt jetzt einen Stun, Wings ab, Richturteil und Justicas Vengeance. Aber dadurch, dass er nicht mehr im Stun war... Ja, Palli, wenn du kein Holy bist, kannst du ruhig heilen. Das wird dir nicht viel bringen. So, Richturteil drauf, gestunt und jetzt Justicas Vengeance, weil das Ding macht dann ordentlich Schaden. Ich krieg noch ein bisschen Heal. Nice, da geht er down. Wir hatten jetzt... Ah, der Rogue war noch nicht dabei. Das ist ein Holy Palli. Ja, dann gehen wir mal an den dran. Kicken ihn, genau. Oh, der ist im Stun, nice. Kriegt er noch einen Stun? Das ist zwar nur ein kurzer, aber egal. Hauptsache... Oh, jetzt können wir ein bisschen AE-Damage machen. Das ist noch ein Holy Pally, genau. Okay, das wird jetzt eklig, weil wenn die sich gegenseitig supporten, keine Chance. Na, da kann ich lange drauf rumprügeln, dann kann ich auf den Red gehen. Oh, Speedbuff, du wirst verlangsamt. Ach scheiße, ich kann ja nicht durchkicken. Gehen wir wieder an den da. Okay, der ist down, der hat die Bubble an. So, die meisten Palas, die meisten Retris spielen mit, wie heißt das Pferdchen? mit göttlichen Rost, was meines Erachtens in den meisten Fällen ein Fehler ist. Weil man kommt nur einmal, man kann sich nur einmal alle 45 Sekunden schnell wohin bringen. Kann natürlich super sein, aber das Problem ist in meinen Augen einfach, du bist ganz normal, man ist ganz normal CC-bar, also man kann... Geslowt werden, man kann gestunt werden, kann ich mit Siegel des Lichts auch, aber da ist der Unterschied, dass ich jetzt Freedom benutze. Das dahin. Wall ist leider nicht bereit für die. Erstmal ein Doppelstun. Den da. Das Problem ist einfach, dass da. Na. Das Problem ist, ich hab halt. Du hast halt danach nichts mehr. Wenn du den Cooldown für. Das. Für den. Wenn der Cooldown rausgehauen hat für göttliches Rost, dann ist finito. Dann hat man nichts mehr. So, mit Siegel des Lichts habe ich halt immer mal 20% Lauftempo und da kann man vielen weglaufen. Vor allem, wenn wir Hand der Hinderung benutzen, die Leute dann slowt. Okay, hier wird man keinen Stich finden. Aber den da können wir noch... Oh, ein bisschen... Jetzt nicht mehr. Und jetzt fallen wir tot um. Cool, er heizt gegen. Noch. Ja, das war's dann jetzt. Ja. Naja, kann man nichts machen. Ja, die PvP-Talente fehlen voll, definitiv. Pre-Patch halt. Genau. Ah, haben das Spiel gleich gewonnen. 1400 zu 100. Oh, die haben 184 Punkte. Wow. Damage ist halt immer so eine Sache, dass man da nicht unbedingt drauf achtet, ist halt immer so eine Sache. Ich meine, es gibt, es ist halt einfach jetzt nicht balanced, aber das war kein Pre-Patch. Wobei ich fairerweise sagen muss, der Pre-Patch, den wir jetzt haben, der ist eigentlich relativ ordentlich. Also,
Klar, Probleme gibt's. Es gibt Sachen, die sind einfach zu stark. Es gibt Sachen, die sind vielleicht zu schwach. Aber im Großen und Ganzen muss ich persönlich sagen, ist das eigentlich ziemlich ordentlich. Wenn man überlegt, was man sonst immer hatte. Man erinnere sich nur an den WoD-Prepatch. So, und da ist das Spiel auch vorbei. Das geht mal 10 Minuten. Ja, warum nicht? Passiert. Ist jetzt einfach eine kurze Folge. Kommen natürlich mehr. Ich hoffe, dass sie entsprechend noch veröffentlicht wird. Ich habe nämlich auch ein bisschen Zeitdruck. Gut, okay, wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter, Facebook. Das gleiche wie immer, kennt ihr ja. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch Spaß. Tschüss.